Novene zum heiligen Antonius, erster Tag. Zu Ehren der Wunde der rechten Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der linken Hand. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des rechten Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde des linken Fußes. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Zu Ehren der Wunde der rechten Seite. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Komm, Heiliger Geist, komm durch die mächtige Fürsprache. Der Liebesflamme des unbefleckten Herzens Mariens, deiner so sehr geliebten Braut. Beginn der Novene zum heiligen Antonius. Diese Novene ist ein Gebet, das während 9 Tagen zu Ehren des heiligen Antonius gebetet wird. Das Gebet richtet sich an den Heiligen mit der Bitte, in einem persönlichen Anliegen bei Gott Fürsprache für den Beter zu tun. Dieses Gebet sollte durch geistige Werke der Barmherzigkeit unterstützt und nach Möglichkeit vom Empfang des heiligen Sakramente begleitet werden. Erster Tag. Heiliger Antonius, da du mit wunderbarer Treue im Rufe Gottes gefolgt bist und deine Jugend durch deine Tugenden geheiligt hast, hilf uns, durch deine Fürbitte die Leidenschaften beherrschen, den Leib in Zucht halten und mit starkem Willen allezeit Gott treu zu dienen. Preisen will ich den Herrn, der mir Einsicht gegeben hat. Ich sehe ihn immer da vor meinen Augen, denn er steht zu meiner Rechten, auf dass ich nicht wanke. Psalm 15, 7 bis 8. Bitte für uns, o heiliger Antonius, damit wir würdig werden der Verheißungen Christi. Allmächtiger Gott, verleihe, wir bitten dich, dass uns das Beispiel des heiligen Antonius zu einem besseren Leben antreibe, damit wir die Taten desjenigen nachahmen, dessen Gedenken wir begehen. Durch Christus unseren Herrn. Amen. Amen. Vater unser, der du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, zu uns komme dein Reich, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigen. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Übel. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Heiliger Antonius, du Säule vor Gott, bitte für uns Arme in jeder Not. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Säule vor Gott, bitte für uns Arme in jeder Not. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Säule vor Gott, bitte für uns Arme in jeder Not. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir.
Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Säule vor Gott, bitte für uns Arme in jeder Not. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwürgen deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Säule vor Gott, bitte für uns Arme in jeder Not. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Säule vor Gott, bitte für uns Arme in jeder Not. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme. Jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Säule vor Gott, bitte für uns Arme in jeder Not. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern, und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Säule vor Gott, bitte für uns Arme in jeder Not. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder. Überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Säule vor Gott, bitte für uns Arme in jeder Not. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade, der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Weibern und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heiliger Antonius, du Säule vor Gott, bitte für uns Arme in jeder Not. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns arme Sünder, überflute die ganze Menschheit mit dem Gnadenwirken deiner Liebesflamme, jetzt und in der Stunde unseres Absterbens. Amen. Ehre sei dem Vater und dem Sohn und dem Heiligen Geist. Wie es war im Anfang, so auch jetzt und alle Zeit und in Ewigkeit. Amen. O mein Jesus, verzeih uns unsere Sünden, bewahre uns vor dem Feuer der Hölle, führe alle Seelen in den Himmel. Und komm uns vom Irrtum zu befreien. Gedenke, o heiliger Antonius, dass du noch nie einen ohne Trost und Hilfe gelassen, der in seiner Not dich angerufen hat. Von solchem Vertrauen beseelt, eilen wir zu dir, der du Gott so wohlgefällig und mit dem Jesuskind so vertraut bist. O du Beredter, Verkünder der unendlichen Erbarmungen Gottes, verschmähe unsere Bitte nicht. Tritt für uns ein am Throne Gottes. O wundertätiger, allvermögender heiliger Antonius, erhöre uns und gewähre uns Trost in unserer gegenwärtigen Not und Bedrängnis und steh uns bei, besonders in der Stunde unseres Todes. Amen. Amen. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Christus, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Herr, erbarme dich unser. Gott, Vater vom Himmel, erbarme dich unser. Gott, Sohn, Erlöser der Welt, erbarme dich unser.
Gott, Heiliger Geist, erbarme dich unser. Heilige Maria, erbarme dich unser. Bitte für uns. Heiliger Antonius von Padua, bitte für uns. Du treuer Diener des Allerhöchsten, bitte für uns. Du Zierde deines Ordens, bitte für uns. Du Säule der Kirche, bitte für uns. Du Mann nach dem Herzen Gottes, bitte für uns. Du Lilie unversehrter Reinheit, bitte für uns. Du Liebhaber der Armut, bitte für uns. Du Muster der Demut, bitte für uns. Du Vorbild des Gehorsams, bitte für uns. Du Spiegel der Geduld, bitte für uns. Du Lehrer der Jugend, bitte für uns. Du apostolischer Prediger, bitte für uns. Du Besieger der Ungläubigen, bitte für uns. Du Schrecken der bösen Geister, bitte für uns. Du Tröster der Betrübten, bitte für uns. Du Bote des Friedens, bitte für uns. Du Erwecker der Toten, bitte für uns. Du Helfer der Notleidenden, bitte für uns. Du Erlöser der Gefangenen, bitte für uns. Du Wiederbringer verlorener Dinge, bitte für uns. Du mächtiger Fürbitter, bitte für uns. Du großer Wundertäter, bitte für uns. Du unser liebevoller Schutzpatron, bitte für uns. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, verschone uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erhöre uns, o Herr. Lamm Gottes, du nimmst hinweg die Sünden der Welt, erbarme dich unser. Bitte für uns, o heiliger Antonius, dass wir würdig werden der Verheißungen Christi. Lasset uns beten. Wir bitten dich, o Herr, lass uns durch die Verdienste und Fürbitte des heiligen Antonius, deines glorreichen Bekenners, in allen Anliegen und Nöten Trost und Hilfe zuteil werden. Verleihe uns, dass wir mit deiner Gnade seine heiligen Tugenden erlangen und deren mit ihm und all deinen Heiligen in der ewigen Herrlichkeit vereint werden. Amen. Gelobt sei Jesus Christus. In Ewigkeit. Amen. Maria mit dem Kinde lieb. Uns allen deinen Segen gib.